Da ist sogar ein. Pikachu hat mich gesehen. Schnell weg hier. Ich habe keine Bälle mehr. Jo, übertreib halt. Übertreib halt. Geh jetzt, ob nächstes Mal sieht. Ich bin ja am Start. Keine Klipperei. Digga, lass mich doch in Ruhe. Digga, lass mich doch in Frieden. Digga, ich. Ich will gerne mit meinem eigenen Pikachu. Ich mag Pikachu. Aber ich hab halt keine Bälle mehr, deswegen kann ich mich gerade nicht mit dem anlegen. Das ist jetzt gefangen. Klar. Aprikoko, danke. Herstellen. Die Schwerbälle sind ja echt mal echt schwer. So, also man ist Pikachu. Ja, wie gesagt, die Sache ist halt, ne? Ja. Deswegen ist das wahrscheinlich so, aber ich lege da jetzt nicht so weit drauf. Ich versuche die Fangaufgaben zu machen und so. Dann werden wir schon ein neues Level erreichen. Was wir brauchen. Selbst kann man immer auch gegen die kämpfen, dann sieht man die ja auch. Beziehungsweise ich habe ganz viele. Sagen geht, ich habe ja ganz viele andere. Ich habe ja von den 50.000 gefühlt. Also irgendwie 20 oder so, aber trotzdem gefühlt hat, ne? Ein Stück. Doch, Digga. Lauf doch nicht weg. Ich gar nicht mehr Bälle an den. Ja, flieg weg. So, jetzt hole ich mir das Pikachu. Der sollte ja diesmal weit genug fliegen. Ja, er landet genau vom Pikachu. Das man natürlich jetzt gesehen hat. Ah, okay, man kann sie ja wirklich nichts. Kann ich so rumlaufen? Lul. Wusste ich gar nicht. Kann ich so mitbekommen. Da haben wir auch Schaden bekommen, weil wir mitten im Kampfgeschehen standen. Ich habe einen Pikachu gefangen. Ich werde trotzdem meinen Pichu behalten. Weil das wird sich auch bald zum Pikachu entwickeln. Aber trotzdem. Habe ich fast keine Paralyse? Ja. Das da. Hä? Beim Paralyse-Sein, der Satz will keine Wirkung zeigen. Anscheinend ist es dann doch nicht paralysiert. Hm, komisch. Danke dir. Was bist du denn, Alter? Verpiss dich. Ich geh weiter. Bist du mein Pichu hat mir angegriffen. Für die ganze Zeit Sachen zum Pokebälle craften. Das fuckt mich ab. Müssen wir irgendwo da rüber kommen. Da hinten geht's rüber. Okay. Müssen wir hier so lang. Wer habt ihr die ganze Zeit so wenig Pokebälle habt, ne? So diese dummen Aprikokos. Damit ich halt sowas nochmal mitnehmen wegen der Aufgabe. Und dann passiert halt sowas. Was richtig vollkommen Unnötiges. Dass er den Ball einfach vor das Pokémon wirft. Zack. Ich hab halt alle. Die, ob ich die brauche. Und das hier. Mitnehmen. Bilder eingesteckt. Nun nehme ich jetzt auch so viel mit, wie ich finde. Kann. Da haben wir schon wieder keine Pokéballer, also ignorieren wir die einfach. Wir haben gerade einen Stein aus. Kannst du damit was machen? Ja. Eisenbrocken.
Der ist ein krasser Motherfucker, den entgehen wir einfach mal. Ich laufe einfach an ihm vorbei. Ich hab gar keinen Bock auf diese Elite-Pokémon, weil. Ja. Ich kann es eh nicht fangen und so, deswegen habe ich auch keinen Bock gerade drauf. So, jetzt sind wir in einem Wald. Ah, okay, dann gibt es noch die Schalokos. Und Enton und Hasipor. Wir haben immer noch kein Dings. Kein Aprikoko. Okay, jetzt ändert sich das vielleicht. Alter, jetzt mal aufhören, die ist dumme. Danke. Jetzt kämpfe ich gegen... Oh nein! Digga, ich wollte nicht gegen dieses Enton kämpfen. Ja! Digga, ich habe das nie vorgehabt, gegen dieses Ding zu kämpfen. Du willst unbedingt gegen mich kämpfen. Ich wollte dir holen. Mann. Ich wollte dir holen, um mir neue Pokéballs zu machen, um es dann zu fangen. Danke, du dummes Enton. Jetzt will ich gegen dich kämpfen. Ich würde das mitnehmen, aber ich wollte mir erst Pokébälle holen. Ja gut, das war keine gute Idee, wir sind Wasser-Pokémon. Ah, steht hier sogar inzwischen. Cool. Habe ich gar nicht drauf geachtet, dass es hier auch wieder so ist, dass das steht. Kampf, Windstoß. Ganz normaler Windstoß. Macht ihm ein bisschen Schaden. Ich kann einen Pokéball auf ihn werfen. Um Enton mitzunehmen. Cool. Zack, bam, Enton wurde gefangen. Kannst du bestimmt genauso gut, ne? Gut. Digga, halt dein Maul. Was willst du? Panikon, Alter, was willst du? Biss. Weiß es. Ich stelle mein Eisenschild auf. So, jetzt nehme ich dieses dumme Pokémon mit. Das unbedingt Stress will. Kennen Sie nochmal Aprikoko, sehe ich gerade. Die holen wir uns gleich. So, Panikon wurde gefangen. Geil. Wenn ich auch noch unbedingt haben möchte. Das versuche ich jetzt nachts gefangen. Ah, es wird Nacht, lol. Wenn ich es auch noch unbedingt haben möchte, ist das da. Und das nehmen wir auch mit. Mal gefangen, ohne entdeckt zu werden. Wir heilen unser Dings gleich. Ich hab's bloß gerade vergessen. Nana-Beere, ja, die will ich gar nicht haben. Aber okay. Scheint echt random zu sein, was da dran ist. Ja, ich würde freie Riegel nur wiederbeleben. Wir haben Beleber dabei. Das ist gut. Zack. Er hat sich wiederholt. Jetzt kriegst du noch einen Trank. Den geht's wieder gut. Zack. Bam, 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 bam. So. Schon wieder nur ein Pokéball. Das fuckt mir ab. Die Bäume sind halt so random. Ja, ein Baum ist jetzt nicht da. Man denkt, das Pokémon, was ich unbedingt brauche. Aber ich nehme größtenteils halt irgendwie jedes mit. Ach, Digga, jetzt will ich dieses Enton unbedingt angreifen. Ich hasse sie, ne? Komm, weiter geht's. Das mein Aprikokos folgt mir jetzt ab. Digga, verfolgt mir das Enton immer noch. Wie am Fucken kann man sein? Ja, also, das fängt mir ab, da ich immer zu wenig davon hab. Scheiß. Das gibt hier jetzt Pokémon, damit wir kämpfen, wir es auch nicht
gerade hier reichen. Ich kriege die ganze Nana-Bären. Ich will Aprikokos haben. Ja, das Hasipo läuft eh gleich weg. Was ist mir sowas von Banane? Weil ich eh nicht zu dem Hasipo will. Ich habe gerade dann sein gesammelt, das reicht mir. Ja. Deswegen muss man sehr viel fangen. Gar kein Problem, wenn ich den genug Pokebälle hätte. Weil ich gucke mal, ob ich Aprikokos irgendwo kaufen kann. Und ganz viele kaufen. Ja, sich sonst mal ganz viele Pokebälle kauft. Ja? Wer bist denn du? Ich bin Tobi, Mitglied des Pearl Clans und Wächter von Axanthor. Ah ja, stimmt, mit dem sollten wir reden. Ich weiß schon, bist du hier, um eine Jens bei Axanthor zu erbitten, oder? Natürlich bist du es. Ist ja auch völlig verständlich. Im Endeffekt ist es ohnehin schon überwältigend, möchte Axanthor jetzt noch überwältigen, mächtiger geworden. Leider ist das aber aufgrund dafür, dass ich dich nicht zuheben lassen kann. Es ist schlicht und ergreifend zu stark. Die gewaltige Blitze ist neulich getroffen und muss mit Macht der ewigen Sinnung gefüllt haben. Komm schon. Wahrscheinlich aber ich Feuer und Flamme zu Santos sein, bemerkenswert. Aber tut das tut nichts zur Sache. Pella hat mir strikt aufgetragen, niemanden in der Nähe von Axanthor zu lassen. Wenn nötig, werde ich dich zusammen mit meinem Visquora von hier vertreiben. Zeig mir, was ihr könnt. Ja, dabei tue ich doch nur zu deinem eigenen Wohl. Traurig, dass du es nicht erkennst. Auf ihn mit Geschleim, Visquora. Digga, was ist das denn? Kampf. Kraftige Glut. Ja, egal. Tschüss. Ach, da bist du wieder. Hey, was soll das? Ein kräftiger Ruck zu Piep. Ich bin jetzt down. Einfach weil Blubber eine Wasserattacke halt ist, ne? Aber trotzdem ist der auch gleich down, also ganz entspannt. Staravia. Kräftiger Windstoß. Puste ihn weg. Bam. Du hast Visquora besiegt. Das kann nicht sein. Meine Niederlage ändert aber nichts daran, dass ich dich nicht zu Axanthor lassen kann. Nur kann man nicht zu klein als verarbeiten, wenn du in seine Nähe kommst. Also beruhigt es sie immer, wenn man ihm seine zwei Lieblingsspeisen als Opfergaben darbringt. Momentan komme ich nicht einmal als ein treuer Wächter nah genug Axanthor ran, um ihm sie zu geben. Sondern wie du hätte erst recht keine Chance. Das heißt, die ehrwürdige Sinnung gewährte den Vor von Axanthor, Damytyr und ihresgleichen vor langer Zeit große Macht. Deren Hilfe schützen sie Pokémon und Menschen gleichermaßen. Sehen könnte der Pearl-Clan heute in Hisui leben. Perla? Santor ist also noch stärker geworden? Er ist ja eine regelrechte Bedrohung. Was, wenn der seltsame Blitz, der es getroffen hat, von diesem falschen Sinnoh geschickt wurde, dass der Diamant-Clan verehrt? In den Pearl-Clan ist Santor ein sehr bedeutsames Pokémon. Ich kann Schicksal doch unmöglich in die Hände eines Außenseiters legen. Dein Schicksal. Auch in diesem Gedanken muss ich mich wohl verabschieden. Je früher Axanthor besänftigt werden kann, desto besser. Ist nicht davon abhalten, noch mehr Menschen oder Pokémon zu veressen, wird es irgendwann zu Konflikten mit dem Diamant-Clan der Galaktik-Expedition kommen. Hey, Fremder aus dem Himmel. So sicher hast du die Galaktik-Expedition die Angelegenheit regeln kann? Das kriegen wir hin. Ah schön, Tuppi und ich werden die Lieblingsspeisen von Axanthor besorgen. Dessen suchst du eine Methode, mit der wir es besänftigen können. Durchkämme jeden einzelnen Winkel von Hisui, wenn es sein muss. Ja? Mein Asio ist wunschbar auf irgendwas zu reagieren. Eine mysteriöse Kraft kannst du im Handumdrehen zu den Basislagen zurückkehren. Das mache ich schon die ganze Zeit, Digga. Jetzt wird es mir erklärt. Ja, weil ich jetzt halt sonst 800 Meter laufen müsste. Wird es mir erklärt.
Joker, hello. Wie läuft der Untersuchung zu Axanto? Alles im grünen Bereich? So, seine Lieblingsspeisen würden es also beruhigen, sagst du. Muss ich in meinem Büro nachgrübeln? Leitest du mir Gesellschaft, Joker? Danke. Jupp. Na, bald haben wir es. Bin immer vier. Ich habe noch einmal Informationen durch, die du von Perla und Topin erhalten hast. Der rage geratene Axanthor hat sich früher mit seinen zwei Lieblingsspeisen beruhigen lassen. Kann es sein, dass durch die Kombination beider Speisen ein bestimmter Duft oder gewisse Bestandteile entstehen, die eine besänftigende Wirkung auf Santor haben, dass ich ihm im letzten Zustand nicht mehr seinen Wächter nähern kann? Bitte gib mir erst Zeit zum Nachdenken. Mein Unterhalt muss doch irgendwo einen Anhaltspunkt geben. Oh, that's it, das ist es. Werfen Sie einfach, oder genauer gesagt, du. Den Wurf dahin hast du ja schon bewiesen. Warum sollst du Axanto seine Lieblingsspeisen hier einfach zuwerfen? Klingt schlüssig. Die Technologie zur Herstellung von Pokémon nutzen, um die beiden Zutaten zu einer runden Kugel zu formen. Diese Kugel sollte dann ihre besänftigende Wirkung entfalten können. Ich taufe sie auf den Namen Entspannungskugel. Lavenkugel, nicht ein besserer Name. Aber das hört sich doch so an, als würde jemand mich werfen. Bei den Lieblingsspeisen von Xanthe besorgt jedenfalls der Pearlklumpf für uns, richtig? Du sollst jetzt zum Baumriesenkampfwelt zurückkommen und Pearlklumpf von unserer Form in Kenntnis setzen, Joker. Baumriesenkampfwelt möchtest, würde ich empfehlen, erst zu Anhösen, Basis aufzubrechen.